folgt mir. Und geh einfach moschen. Da sind Schleuderer. Vorwärts! Folgt mir! Daumen stumpf. Sofort! Zum Angriff! Oh, hier sind mehr Riesen als erwartet. Haltet durch, Männer! Zur Ehre Aonirs! Zum Angriff! Schlagt sie zurück! Mir nach. Donnerklinge und Malm. Folgt mir. Hier. Mir nach. Und los. Mir nach. Also ja, Schleuderer sehen auch cool aus, vor allem mit dem Eis auf dem Rücken. Und los! Mir nach! Folgt mir! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! So, dann lassen wir erstmal den Titan. Auf meinen Befehl! Sofort! Auf den Feind, den Sturm, auf Sturmfaust los. In die Schlacht! Okay, wir haben Sturmfaust verpackt. Ich bin mal gespannt, wie viel XP Sturmfaust uns es gibt. Wo kommen die her? Oh, Sturmfaust wird wieder lebendig langsam. Okay, würde Sturmfaust sich wehren? Gefrorene Zeit, Wendigkeit, Geschicklichkeit. Nicht mal, gar nicht mal schlecht. Und du hattest nur Edelsteine dabei. Okay. Was ist? So, das heißt, wir können. Alles klar. All unsere Leute wieder abziehen. Okay, wäre Sturmruf war nicht verpackt gewesen, da hätten wir. Geht's los? Zu Befehl. Hätten wir ein gutes Stück mehr Verluste gemacht, weil der kann ordentlich konnte ordentlich zutreten. Also ja, er war wahrscheinlich nicht verbuggt. Er wollte irgendwo hingehen, konnte aber nicht, weil wir ihn eingekeilt haben. Er wollte wahrscheinlich irgendwen angreifen, an den er nicht rankam. Gefrorene Zeit. Wendigkeit, Geschicklichkeit. Da ist mir der lieber. Und Utwins Ring ebenso. Du könntest ihn vielleicht gebrauchen. Ja, der Feinstein, der ist um einiges schlechter. So, dann zurück zum Eistor. Mit Quake und Urias reden.
Hat Urias noch was zu sagen? Für den Orden. Nein. Runenkrieger! Reichen die Artefakte eures Volkes aus, die ich hier bei mir trage? Lasst sehen. Es sollte genügen. Derart gerüstet könnt ihr den Durchbruch in die Gottmark wagen. Seht euch aber vor. Die Eisenvorräte im Norden dieses Landes sind rar. Ihr werdet deshalb zu Beginn nur wenig Rüstungen und Waffen schmieden können. Die Eisernen werden eure Ankunft rasch bemerken. Ihr müsst schnell handeln. Baut eure Verteidigung auf und versucht um jeden Preis die Stellung zu halten. Dann werden sich ihre Truppen an eurer Abwehr aufreiben. Sobald der Weg nach Osten frei ist, könnt ihr das Monument der Orks erobern. Ich danke euch, Kriegsherr. Ja. Wir kennen die südliche Gottmark. Es sind genug Ruhen und Pläne vorhanden. Nun ist der Moment, um die südliche Gottmark vorzudringen. Ja. Dann sagen wir, diesem Gebiet lebt wohl und gehen ins nächste. Erfahrungspunkte erhalten, gutes Stück. Klingensturm. Die Eisernen stehen in der südlichen Gottmark. Dorthin haben sie auch Sartarius gebracht. Er richtet ein befestigtes Lager und wartet auf den Ansturm der Eisernen. Die Eisernen werden sicherlich schon alarmiert sein und bald ihre Angriffe beginnen. Es sollten schnell Verteidigungsanlagen errichtet werden. Mhm. Gehen wir einfach mal davon aus. Und ja, da ist das Monument. Und da sind die beiden Wege hoch, die wir verteidigen müssen. Wir brauchen erstmal genug Stein. Hier bin ich, Meister. Und ja, die... Ich bin unwürdig. Hab Geduld, Meister. Dunkelelfen benutzen keine Arbeiter, sondern Sklaven. Was, wenn man sich so ansieht... Ja, Dunkelelf-Sklaven-Rune, nicht Dunkelelf-Arbeiter-Rune. Hier bin ich, Meister. Also, das sind nicht mal Dunkelelfen, die wir da haben. Sondern andere Wesen, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Ah, eine Truhe. Mit einem Zauber drin. Hier bin ich, Meister. So, liefert ihr erstmal euren Stein ab, dass ihr da einen Steinbruch errichten könnt. Sicherheitshalber das Let's Play mal überschreiben. So. Ja, wir haben ein bisschen Zeit. Also, so übertrieben straff habe ich das Zeitlimit jetzt nicht in Erinnerung. Bis wir angegriffen werden. Wir müssen aber auf jeden Fall gucken, dass wir... Oh, Frostgolems. Eben die eisernen Wellen an den einzelnen Gebieten aufhalten. Meister? So, ein kleines Haupthaus. Das ist wirklich klein. Ja, Meister. Hier!
Meister, das Gebäude bin ich ist Meister. Meister. So. Das ist leicht. Honigschrein errichten. Ja, man sieht, hier sind eiserne Soldaten, die Probleme machen könnten. Hier sind eiserne Soldaten. Da sind die Frostgolems unterwegs. Den Frostgolem sollten wir ausschalten. Der Frostgolem hat uns eingefroren. Jetzt hat er uns wieder eingefroren. Standhalten, Männer! Ja. Frostgolems sind Mistkerle. Alles, was schon da. Gerne. Wo willst du hin? Das gibt's doch nicht, der haut ab. Der weiß nicht, wo er hin will, habe ich das Gefühl. Ja. Hier bin ich, Meister. Meister. Kommst du jetzt wieder in den Nahkampf? Der Frostgolem geht mir gerade arg auf die Nerven. Oh Mann, der geht gleich durch die Eisernen durch. Und da treffe ich auch noch nicht mal. Geile Meister! Meister, helft mir! Meister, das Gebäude ist fertig. Meister, helft mir! Wie kann ich dienen? Ich gehorche. Meister? Ja. Danke. Okay, komm zum Hypnoseturm. Das ist ein Hinterhalt! Meister, das Gebäude ist fertig! Hier bin ich, Meister! 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 Gerne!